Schönen guten frühen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so zahlreich bei der Präsentation der Firma Challenge Österreich dabei sind. Wir machen das alle 2 Wochen, machen wir eine kleine Firmenpräsentation, also eine Programmpräsentation, damit sich BGM-Verantwortliche, BGF-Verantwortliche, Interessierte einen kurzen Überblick holen können, in einer kompakten Art und Weise über die Firma Challenge Österreich. Was ist die Firma Challenge Österreich? Was macht die Firma Challenge Österreich? Und welche Benefits haben Sie als Firma bzw. Ihre Kolleginnen und Kollegen als Firma davon? Ich starte gleich meine Präsentation. Wir wollen das kompakt halten und jetzt sollten Sie schon etwas sehen. Ja, Firma Challenge Österreich, 1. Oktober bis 19. November, da 50 Tage Gesundheitsimpuls. Aber bevor ich fortfahre, will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Herrerlich. Ich bin Geschäftsführer von Sport Selection, sind eine Agentur für Sport- und Gesundheitsmarketing, beraten diesem Umfeld auch und haben gemeinsam mit der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, und da will ich den Harald Janisch, den Obmann, der hier maßgeblich mit mir sozusagen das entwickelt hat, auch erwähnen. Mit dieser seiner Fachgruppe haben wir diese Firmen-Challenge, das Konzept der Firmen-Challenge für Sie entwickelt, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dazu komme ich auch noch. Und in der Zwischenzeit auch mit empirischer Evidenz, wie es so schön heißt. Aber was versteckt sich hinter Personenberatung und Personenbetreuung? Das sind die Lebensberaterinnen, die psychologischen Beraterinnen, die Ernährungsberaterinnen, die Sportwissenschaftler, die Ernährungswissenschaftler etc. Personenbetreuung gehört auch noch zu dieser Fachgruppe dazu. Das sind die Personenbetreuerinnen, einmal sozusagen, wenn es einmal so weit ist, dass man die Eltern, die Großeltern betreuen lassen muss, 24 Stunden betreuen etc. Aber wir konzentrieren uns bei der Geschichte hauptsächlich auf die Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler und auf die Mental-Coaches, die uns dabei helfen, Ziele zu erreichen. So, jetzt muss ich da weiter dran. Wieso gibt es eigentlich die Firmen Challenge Österreich? Ausgangspunkt vor mittlerweile 6 Jahren war, dass die Firmen Challenge Österreich also, dass es in Österreich, habe ich gerade mein Handy nicht ausgeschaltet, ich gebe es dem Kollegen. Entschuldigung. Dass weniger als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung die Bewegungsempfehlung der WHO einhält. Das sind nur 150 Minuten Bewegung in der Woche, die 2,5 Stunden Bewegung. Und dabei spricht die WHO gar nicht mehr von Sport, sie sagen Bewegung und moderater Sport. Und dabei ist es auch nicht, was die WHO auch empfiehlt, da zweimal in der Woche Kraftsport zu machen, weil wir degenerieren ab dem 25. Lebensjahr. Ja, Österreich ist unbeweglich, unsportlich, zu faul. Und das hat uns veranlasst, ein Konzept zu suchen und zu konzipieren, damit wir hier etwas tun können. Denn im Endeffekt, das übergeordnete Ziel der Firmen Challenge Österreich ist es, eine neue Bewegungskultur in Österreich zu schaffen. Und dazu brauchen wir Firmen wie die Ihre, BGM, BGF-Verantwortliche, Chefs von Firmen etc., die sich dafür einsetzen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind und gesund bleiben. Und das zahlt gruppendynamisch, deswegen wirkt dieses Konzept auch ein in die Bewegungskultur in Österreich, hat auch einen volkswirtschaftlichen Impact dann, denn diese Unbeweglichkeit in Österreich, das kostet uns allen volkswirtschaftlich 2,4 Milliarden im Jahr. Aber darum geht es ja nicht unmittelbar, sondern nur auch. Es geht darum, dass wir Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle fit sind, körperlich und mental. So. Und deswegen haben wir viele ehrenamtliche Botschafterinnen, die dieses Ziel unterstützen. Kira Grünberg, Liz Görgel, Michael Walchhofer, Armin Assinger, Johnny Ertl, Alexandra Meisenzer
und viele mehr, das können Sie auch hier sehen, Clemens Doppler. Viele Olympiasieger, Weltmeister, Professor Dr. Hans-Peter Hutter, Wissenschaftler, die uns unterstützen bei diesem Konzept, bei dieser Initiative. Warum machen wir das auch? So ein kleiner Nebeneffekt. Es sind ja auch die lebenswerten Jahre. Wenn wir uns ansehen, im Unterschied zu den Skandinaviern haben wir über 10 Jahre weniger lebenswerte Jahre. Im Endeffekt geht es darum, die Female Challenge Österreich ist ein Präventivkonzept. Es geht darum, jetzt zu investieren in unsere eigene Gesundheit, unsere körperliche und mentale Gesundheit, um dann sozusagen auch später die Pension und darüber hinaus genießen zu können und nicht die letzten Jahre unseres Lebens dahin zu sichern im Altersheim oder im Krankenhaus, sondern alles noch tun zu können, was wir gerne wollen. Und wenn wir jetzt uns darum kümmern, da sind wir auch jetzt fitter und zahlen ein in unser eigenes schönes Leben, sind leistungsfähiger etc. Sie sehen also hier diese Zielkonkurrenz, ja, fitte Mitarbeiterinnen, die körperlich fit sind und mental stark sind und mit einer tollen Teamkultur, die wir auch durch die Female Challenge dementsprechend fördern. Ja. Wie erreichen wir das? Ganz kurz zusammengefasst, was die Female Challenge macht. Die Female Challenge ist der wissenschaftlich fundierte virtuelle 50-Tage Gesundheitsimpuls für Firmen und deren Mitarbeiterinnen. Zentrales Element ist das gemeinsame Sammeln von Bewegungsminuten über eine App mit den Kolleginnen. Bewegungsminuten, keine Kilometer, ein niederschwelliges Konzept und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Es geht gar nicht darum, jetzt, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auffordern, nach der Arbeit laufen zu gehen und dergleichen. Das soll ein Add-on sein, sondern diese 150 Minuten als Mindestziel, die soll schon durch eine Veränderung des Lebensstils, ja, zum Beispiel kurze Wege, nicht mit dem Auto zu fahren oder mit dem Fahrrad Wege zu bewältigen, soll das bereits geschafft werden. Keine Kilometer, das heißt zentrales Element in diesem heilsamen Wettbewerb, wie wir das nennen, mit der Firma Challenge, ist also Bewegungsminuten zusammen mit den Kolleginnen. Da kann der Unsportlichste genauso mitmachen wie der Sportliche. Eine halbe Stunde spazieren gehen, eine halbe Stunde Gartenarbeit ist genauso wertvoll wie eine halbe Stunde mit 16 km/h dahin laufen. Wir unterstützen das. Es gibt täglich Motivation sowie Keynotes und Workshops von Sportlegenden und Expertinnen. Diese tägliche Motivation ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dazu komme ich dann später noch. Die Firmen-Challenge wird gruppendynamisch. Dieser heilsame Wettbewerb mit anderen Firmen wirkt als Trigger für ein gemeinsames Ziel. Aber vordergründig ist die Challenge mit mir selber. 50 Tage lang den Fokus auf Gesundheit etc. zu halten. So, es hat sich bei mir die Präsentation kurz aufgehängt. Okay. Bei Ihnen aber nicht, wie ich sehe. Ich darf den Kollegen bitten, ich sehe da die Dinger nicht. Vielleicht kannst du mir das noch bitte so weg. Ja, danke, hören. Vielen Dank. Vordergründig ist die Challenge mit mir, wie ich schon gesagt habe, ja, um den Fokus 50 Tage lang auf Bewegung, Ernährung, mentale Fitness zu halten und der Umweltschutz. Ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir fokussieren werden, weil Bewegung und Umweltschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu komme ich aber später noch. Ja. Ist ein sehr werthaltiges Konzept, das wir Ihnen anbieten mit dem Content, mit allem drum und dran, was wir anbieten. Ich sage es nur ganz kurz, wird auch später darauf eingehen. Wir haben das so aufgerechnet, über 1.000 Euro pro Person wäre der Wert, wenn man das alles nutzen würde. Und sind aber weit, weit, weit preiswerter, was das betrifft. Denn auch die Wirtschaftskammer zahlt 60% der Teilnahmegebühr, die von der Firma zu entrichten ist, die sehr niederschwellig ist, damit wir dieses Ziel der neuen Bewegungskultur in Österreich auch schaffen. Ja, dazu aber ein bisschen später. Und wir sind 100% digital und ortsunabhängig. Das heißt, man kann hier mitmachen,
unabhängig, ob ich jetzt Verkaufsmitarbeiter bin oder Sales-Mitarbeiter oder im Homeoffice bin, etc. So. Das kann ich da nicht wirklich weiterklicken. So weiß ich nicht. Sekunde. Kleine technische Probleme. Wollen wir es einmal da. Ah ja. Dann tun wir hier weiter. So geht's weiter. Wunderbar. Unsere Mission ist also, Bewegung und Sport nachhaltig in den Alltag zu integrieren, für Ernährung, mentale Fitness zu sensibilisieren. Wir vermindern den Footprint darüber hinaus, denn das Konzept der Firmen-Challenge ist bereits Footprint vermindernd. Ja, und ab 1000 Bewegungsminuten pflanzen wir darüber hinaus einen Baum. Wieso wir Footprint vermindert sind, dazu später noch. Und 1000 Bewegungsminuten, ein Baum. Wir haben letztes Jahr über 8000 Bäume pflanzen können. Das ist ein CO2-Äquivalent von circa 500 Mal von Wien nach Paris zu fahren mit dem Auto. Ja? Ein Benefit für BGM und BGF Manager ist, dass die vorhandenen Gesundheitsangebote verstärkt genutzt werden oder wieder genutzt werden. Es gibt ja viele Pain Points in diesem Bereich. Da haben wir auch von den teilnehmenden Firmen immer wieder gehört, dass immer die gleichen die BGF, BGM Angebote nutzen und dergleichen. Und dementsprechend ist hier dann auch dieser positive Effekt vorhanden. Ja, und wir nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse, zu denen ich auch gleich komme. Ja. Eine davon ist die Weltmeisterstudie, die wir 2021 gemacht haben, eine qualitative Marktforschung mit 31 Olympiasiegern und Weltmeistern. Das haben wir gegenübergestellt zur Gesamtbevölkerung. Das haben wir dann in der zweiten Welle auch mit Top-Managern gemacht. Aber was der Unterschied war, die Studie können Sie sich auch downloaden, ja, ist, dass wir haben die ultimative Erfolgsformel sozusagen herausgekehrt, wo wir behaupten können, wenn man sich an diese Erfolgsformel hält, wird man 100% erfolgreich. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass Erfolg hauptsächlich an der intrinsischen Motivation, an der harten Arbeit, an der Leidenschaft und am Umfeld und so weiter liegt. Sie sehen hier, dass die Spitzensportlerinnen wie auch die Top-Managerinnen bei intrinsischer Motivation, harte Arbeit, Leidenschaft 100% aufweisen und eine stark signifikante Abweichung mit der Gesamtbevölkerung hier stattfindet. Und genau das macht die Firmen-Challenge durch die tägliche Motivation. Wir helfen dabei, Ihren Kolleginnen und Kollegen ihre Gesundheitsziele zu erreichen durch 50 Tage lang Motivation, nämlich 50 Tage lang den Fokus zu halten. Jeden Tag gibt es eine Interaktion, 50 Tage lang gruppendynamisches Konzept, um gemeinsam sozusagen nach 50 Tagen diese Ziele zu erreichen. Denn Motivation kann ich nicht lernen, Motivation muss ich einüben. So, ja, das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir haben 2019 eine Studie gemacht zu BGF. Ja, die haben wir vor Corona gemacht und jetzt ganz frisch auch nach Corona noch einmal, damit wir sozusagen vor und nach Corona die Unterschiede zeigen. Und da gibt es sehr spannende Tendenzen. Ja, knapp 50% der Mitarbeiterinnen wünschen sich mehr Angebote zu Food Move Mind, also Ernährung, Bewegung, mentale Fitness. Also das hat sich, da hat sich die Waage gehalten vor und nach Corona. Rund 62% haben keinen Zugang zu Betriebssportangeboten. Das hat sich auch, also das hat sich auch, da hat sich auch nicht viel geändert. Interessante Details, 38,8% wünschen sich von der Firma mehr Unterstützung im Bereich Bewegung, also Sportangebote, 47,3% bei mentaler Fitness und 55%, das ist also signifikant, in der Altersgruppe 18, der 18- bis 29-Jährigen, also die Jüngeren, die wünschen sich noch, wünschen sich bei mentaler Fitness mehr Angebote vom Arbeitgeber. Ja, ist offensichtlich auch ein Effekt aus der Pandemie, wo wir alle natürlich sehr viel
mental durchhalten mussten. Das heißt auch, Sie kennen vielleicht auch aus der Presse noch diese moralische Depression, ein ganzes Land muss sich zusammenreißen, Ausgangssperren etc. Ja? 72,2% sind bereit, Angebote der BGF in der Freizeit zu nutzen. Das ist auch eine ganz wichtige Zahl für Firmenverantwortliche, dass hier sozusagen die Arbeitszeit, die heilige Arbeitszeit sozusagen nicht dafür genutzt wird. Also Sie sehen auch, 2019 waren das 70%. Das heißt, tendenziell geht das in die richtige Richtung. Für 71,6% ist die Gruppendynamik ein wichtiger Erfolgsfaktor in der BGF. 2019 war das 64%. Also das ist signifikant. Also diese Gruppendynamik, diese Teamorientierung sehen wir auch dann mit der nächsten Zahl. Die ist umso wichtiger geworden. Für 72,4% ist eine zeitlich begrenzte Initiative eine zusätzliche Motivation, sich bewusst auf die Gesundheit zu fokussieren. Das haben wir auch abgefragt. Also, die Teamorientierung, die Förderung der eigenen Gesundheit und das in einem gruppendynamischen Konzept, das haben wir überprüft. Das haben wir mit der Firmen-Challenge auch bereits einige Male umgesetzt. Und da ihr hier auch durch die Umfragen, dazu kommen wir auch noch später, diese empirische Evidenz erreicht. Warum 50 Tage? Ich rede immer von 50 Tage Gesundheitsimpuls. Dieser Zeitraum ist nicht zufällig gewählt. Wenn ich einen neuen Behavior, eine neue, es ist mir das Wort entschwunden. Danke, neues Verhalten, danke, Herr Collier, neues Verhalten üben will, dann nach 50 Tage lang täglicher Motivation ist die Rückfallwahrscheinlichkeit schon mal relativ niedrig und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich das in meinen Habitus integriert habe. Ganz kurze Zahlen zu den Firmen-Challenges der letzten Jahre, beziehungsweise der Firmen-Challenge 2022. Wir haben 2019 die erste Firmen-Challenge gemacht und seitdem jährlich. Letztes Jahr waren 220 Unternehmen dabei, noch sehr ostlastig, kann man sagen. Wir haben 8 Millionen Bewegungsminuten gesammelt, 61.000 verbrannte Kalorien. 61 Millionen verbrannte Kalorien, 195 Sportarten. Das ist also auch ganz wichtig, dass wir hier alle möglichen Bewegungsformen integriert haben und dass sich jeder hier wiederfindet. Wie gesagt, ein sehr niederschwelliges Konzept für knapp 5.000 oder 4.228 Teilnehmerinnen. 52% haben mehr als 4 Sportarten gemacht und bei uns war es so, dass der Durchschnitt 56 Minuten sich täglich bewegt hat. Also eine ganz eine tolle Geschichte. Und wir haben 8.633 Bäume gepflanzt. Sind wir sehr stolz drauf. Ganz kurze Quotes von unseren Teilnehmerinnen. Und was die Umfrage betrifft, die wir immer nach der Challenge machen. 90% hat die Firmen-Challenge gut oder sehr gut gefallen. 86% beurteilen das Angebot des Kursplans als sehr gut oder gut. 95% waren der Meinung, dass der 50-Tage-Gesundheitsimpuls eine Bereicherung im Kontext BGF für die Firma war. Da haben wir die Firmenverantwortlichen gefragt, nicht nur die Teilnehmerinnen. Und 86% der Teilnehmerinnen wünschen sich so ein Konzept ein bis zweimal im Jahr. Und die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren der Beitrag zur eigenen Gesundheit, also die wichtigsten Trigger, Gruppendynamik und der Umweltaspekt. Diese Umfrage machen wir jährlich und ich darf voller Stolz sagen, dass wir jährlich diese hohen Prozentzahlen haben. Das sind die Benefits für die Teilnehmerinnen. Live-Vorträge, Podcasts, Videos, Q&As von Sportlern und Expertinnen. Da können wir auf ein breites Fundament, so Food Move Mind und den Bereich Social
vorweisen mit bereits über 5000 Minuten sozusagen aus der Dose, aber wir produzieren jährlich neuen Live-Content, ja, und wo wir mit Sportlegenden, Ernährungswissenschaftlern, Sportwissenschaftlern zu den Themen sprechen, welche Themen das sind, dann welche Schwerpunkte wir hier setzen, auch noch ein bisschen später. Ein großer Benefit ist die vermehrte Nutzung bestehender PDF-Maßnahmen und die Steigerung der Grundmotivation. Die Steigerung der Grundmotivation der Mitarbeiterinnen, ganz ein wichtiges Thema, haben wir auch in der Pandemie festgestellt, dass nach der Pandemie die Grundmotivation bei vielen gesunken ist. Und wir haben jetzt auch bei der Nachbefragung das feststellen können, dass die Grundmotivation grundsätzlich steigt. Da sind wir sehr, sehr froh darüber. Wir haben kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten mit dem Gütesiegel und Zertifikat der WKO, den sogenannten Benefit Ich Manager, das ist auch noch ganz kurz später. Wir fördern Umweltschutz und pflanzen Bäume. Ich habe schon erwähnt, 100% digital, ortsunabhängig. 60% der Teilnehmergebühr übernimmt die Wirtschaftskammer. Und in allen Kategorien prämieren wir die Firmen und die besten Ergebnisse. Und haben auch tolle Preise für die besten Teams bzw. für die besten Firmen. Ja, ich habe schon erwähnt, wir pflanzen Bäume. Der Umweltschutz ist ein großes Thema. Es gibt drei große Bereiche, die uns triggern. Ja, eigentlich vier jetzt, wenn man den Angriffskrieg in Russland, Ukraine jetzt mitbedenkt. Wenn dieser Krieg nicht wäre, würde uns das wahrscheinlich weniger beschäftigen. Sonst ist das Thema Gesundheit, die Umwelt und die Wirtschaft. Und Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft, das sind die drei Themen, die wir mit der Firmen Challenge vereinen. Denn unser Konzept ist schon mal Footprint vermindernd. Wir fordern, und da haben wir auch schon empirische Evidenz, die Mitarbeiterin auf, vermehrt kurze Wege zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu erledigen. Und auch das Thema Ernährung war wichtig, regional einzukaufen und auch weniger Fleisch zu essen. Auch das ist bereits Footprint vermindernd. Und darüber hinaus pflanzen wir pro 1000 Bewegungsminuten einen Baum. Da ist unser Partner Grow My Tree, die im globalen Süden die Bäume pflanzen. Da gibt es auch viele Partnerschaften mit den ortsansässigen Communities, mit den Bauern, wo zumindest 5 Jahre lang auch das immer gepflegt wird. Und darüber hinaus hier entstehen sehr viele nachhaltige Strukturen. Deswegen haben wir auch Grow My Tree genutzt. Und wir wollen aber auch in Österreich was tun. Deswegen haben wir mit John Ertl, auch ein ehemaliger Fußballer, ein ehemaliger Spitzensportler, der eine Forstwirtschaft in der Steiermark hat, der auch, wo wir 2000 Bäume heuer beim Johnny Ertl pflanzen wollen, auch den unmittelbaren Aspekt zu Österreich herzustellen. Und heuer planen wir, letztes Jahr, wie gesagt, 8633 Bäume. Heuer planen wir mit Ihrer Unterstützung, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mitmachen, dass wir vielleicht 20.000 Bewegungsminuten gemeinsam schaffen und dann vielleicht auch 20.000 Bäume, 20 Millionen Bewegungsminuten, so muss es heißen, und dann vielleicht auch 20.000 Bäume pflanzen können. So, ich mache weiter. Ja, da sieht man Grow My Tree. Unsere Bäume dann auch dementsprechend im globalen Süden gepflanzt wurden. Wir werden in einer der nächsten Programmpräsentationen auch Grow My Tree einladen, da vielleicht ein bisschen mehr Content für Sie sozusagen, mehr Erfahrungen reinzuholen. Und das werden wir natürlich wieder auf die Webseite stellen. Ja, Firmen Challenge 2023, 50 Tage lang Fokus halten. Ich habe Ihnen erzählt, wir machen immer Umfragen, und diese Umfragen und diese Wünsche, die wir bekommen, einerseits von BGM-BGF-Verantwortlichen, einerseits von den Teilnehmerinnen, die versuchen wir im nächsten Jahr auch immer umzusetzen, um uns weiter zu verbessern. Ja? Es gibt heuer 7 Wochenthemen und Fun-Challenges. Die Wochenthemen ist, wir wollen immer kompakt eine Woche einem Thema widmen, Motivation, Ziele setzen, Entscheidungen treffen, ist in der ersten Woche, zweite Woche ist die Teamfähigkeit, dritte Woche Körper, Bewegung, Arbeit, vierte Woche Ernährung, fünfte Woche mentale Fitness, Resilienz, Achtsamkeit, sechste Woche Umwelt und siebte Woche Familie, Kinder, Partner und Großeltern. Hier wollen wir
was die Life-Balance betrifft, was das Lebensrollmanagement betrifft, auf diesen drei Ebenen auch unterstützen, Kinderebene, die Partnerebene und die Elternebene. Und hier sind uns die Expertinnen und Experten die Lebensberaterinnen der Wirtschaftskammer Wien eine große Hilfe und darüber hinaus auch noch die Lebensberaterinnen aus ganz Österreich, durch den Verband der österreichischen Lebensberaterinnen, die hier auch Partner der Female Challenge sind und diese Initiative ehrenamtlich unterstützen. Ja, und wir wollen auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen, wenn jede Woche eine Fun Challenge machen, ob es dann ist zum Beispiel mit einer Skilegende, vielleicht mit Armin Assing sogar, aber dem tun die Knie so weh, vielleicht mit der Liz Görgel zur Abfahrtshocke. Wer kann sie länger halten? Das können wir per Zoom zum Beispiel live machen. Da werden wir einen Termin ausschicken oder vielleicht starten wir sogar mit dem 1. Oktober mit Eisbaden auf der Alten Donau oder am Badeschiff in Wien etc. Also da überlegen wir uns ein bisschen was und dann hat man die Möglichkeit, hier auch mitzumachen. Ja, ich habe von den Wertungskategorien gesprochen. Man nimmt an diesem heilsamen Wettbewerb teil. Wir haben fünf Wertungskategorien, vom EPU bis zum großen Konzern ab 250 Mitarbeiter, wo man Bewegungsnoten sammelt mit absoluten Zahlen auf der einen Seite. Und wir führen heuer auch eine Durchschnittswertung ein. Weil hier auch der Wunsch kam, von den Teilnehmerinnen eine Durchschnittswertung einzuführen. Das ist natürlich noch fairer als absolute Zahlen. Auch die werden wir heuer prämieren. Ja, Content on Demand und live per Zoom. Ich habe schon gesagt, über 5000 Minuten Videos und Podcasts on Demand. Wir wollen Sie dabei und die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, wenn wir Sie auffordern, sich zu bewegen. Na, dann geben wir Ihnen ein bisschen was mit. Wenn Sie sich bewegen, können Sie einen Podcast anhören oder auch einmal das eine oder andere Video ansehen. Social und More ist ein eigenes Schwerpunktthema. Da, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, Lebensrollmanagement, eine ganz wichtige Geschichte. Da haben wir auch eine Studie, sehr frische Studie gemacht, das haben wir letztes Jahr gemacht, das Lebensrollmanagement, 70% der Bevölkerung kennt Lebensrollmanagement nicht. Das war jetzt nicht das große Problem. Das Problem ist, dass die meisten, also dass die meisten Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass sie nur vier Lebensrollen haben in der Woche. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass das 8 bis 10, also jeder Erwachsene 8 bis 10 Lebensrollen hat. Das ist zum Beispiel, ich bin Vater, ich bin selbst Sohn, ich bin Ehemann, ich habe eine Firma, ich bin in einem Verein tätig und, bin Bruder und dergleichen. Und wenn ich mir meiner Lebensrolle nicht bewusst bin, habe ich vielleicht immer einen unbewussten Stress, kann auch nicht erkennen, wo gibt es toxische Rollen, wo gibt es vielleicht glücksbringende Rollen, um hier dementsprechend damit umzugehen, besser umgehen zu können. Und uns geht es hierbei darum, ja, Ihre Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, sich damit auch zu beschäftigen, wenn Sie das wollen, und hier Ihre Rollen zu identifizieren und Bewusstseinsprozesse im Endeffekt zu starten. Ja, mentale Fitness. Wir haben es in der sehr brandneuen Studie, die im April jetzt herausgekommen ist, schon gesehen, gerade die Jungen, die 18- bis 29-Jährigen wünschen sich, 55% davon wünschen sich vermehrt Angebote zu diesem Thema. Ja, deswegen wollen wir auch hier diesem Thema uns speziell widmen. Heuer mit dem Österreichischen Verband der Lebensberatung haben wir tägliche Motivation Breaks zum Thema Motivation, Achtsamkeit, Glück, Resilienz. Es gibt auch eine Anzahl von Coaching-Einheiten, die die Lebensberaterin zur Verfügung stellen, nach dem Prinzip First Come, First Serve. Wenn wir das online stellen, da wo man sich auch im One-to-One dementsprechend informieren kann und sich coachen lassen kann, etc. etc. Da sind wir sehr froh, dass dieser Verband jetzt auch bei uns an Bord ist. Wir wollen auch heuer die analoge Welt, also die
den Sport in der Gruppe, in der analogen Welt mehr einen Fokus geben. Das heißt, durch den österreichischen Betriebssportverband und durch die Dachverbände ASG-ASV Sportunion, da gibt es viele Schnupperangebote, die wir auch Ihren Kolleginnen und Kollegen einfach in unserer Datenbank anzeigen, verlinken. Denn wir wissen, in der Gruppe ist es leichter, seine Ziele zu erreichen. Das ist auch ein Outcome unserer Studie. Und da wollen wir eben auch hier diese Möglichkeiten bieten. Benefit Ich Manager mit Teilnehmerzertifikat. Wir haben gemeinsam mit der Wirtschaftskammer den Lebensberaterinnen den Ich Manager entwickelt. Das ist ein sehr niederschwelliger Kurs für Ernährung, Bewegung und mentale Fitness. Je 50 Minuten, dann gibt es einen Single-Choice-Test. Und dann darf man ein Teilnehmerzertifikat erhalten. Das kann ich auch meinen Lebenslauf geben, denn wir sind der Meinung, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, dass sich da schon mal grundsätzlich mal Gedanken gemacht hat, sich damit beschäftigt hat, viel mehr von sich weiß über die Leistungsfähigkeit, über die mentale Fitness etc. Und dementsprechend auch dass eine Qualifikation ist. Das ist kostet normalerweise 190 Euro und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das kostenlos während der Female Challenge absolvierbar. Ich darf noch auf weitere Studien hinweisen auf unserer Webseite. Wie gesagt, die BGF-Studie, auch diese Unterschiede 2019, 2023, die Weltmeisterstudie, die ich schon referenziert habe. Wir haben eine frische Zeitmanagement-Studie, eine Resilienzstudie, Lebensrollenmanagement etc. Ich will dazu sagen, wir sind jetzt keine Studienfabrik, aber wir nutzen diese Studien, die wir selbst machen, also so Primärstudien, aber auch Sekundärstudien, um unsere Programme danach auszurichten. Dann fragen Sie sich, okay, was kostet das? Ich sage immer niederschwellig. Ja, ist es. Sie haben mehrere Möglichkeiten, hier Ihre Firma anzumelden mit einem Light, Classic und Premium-Paket. Light heißt nur Bewegungsminuten sammeln. Wenn Sie sagen, ja, geh mal niederschwellig rein, ich brauche diese ganzen Content nicht. Ich will wirklich nur die Bewegungsminuten sammeln. Dann gibt es das Food Move Mind Paket bei Classic. Ja, und bei Premium, und dann kann ich also Classic oder bei Light auch noch zusätzliche Zusatzpakete mir dazu bestellen, interne Firmenteams etc. etc., wie Sie hier sehen, was alles beim Premium-Paket inkludiert ist. Und da sehen Sie schon die Preisstruktur, da ist der 60% Rabatt schon abgezogen. Sie sehen, dass das von unserer Seite sehr niederschwellig gehalten ist. Wenn ich annehme, ein 1.000-Mann-Betrieb kann da schon beim Leitpaket mit 2.000 Euro dabei sein, etc. Ich will auch dazu sagen, wir haben hier einen großen Aufwand, den wir hier betreiben. Trotzdem, das auch gemeinsam mit der Wirtschaftskammer so niederschwellig angesetzt, damit wir auch diese volkswirtschaftlichen Ziele gemeinsam erreichen und Sie dabei unterstützen, auch ja, im BGF-Bereich Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Kolleginnen und Kollegen fit zu halten oder fitter zu machen. So, was jetzt? Jetzt wäre sozusagen der Zeitpunkt dann, wenn Sie dann heute hier rausgehen, Sie haben noch die Möglichkeit, natürlich Fragen zu stellen, sich anzumelden. Ganz einfach auf unserer Webseite www.firmenchallenge-österreich.at/Anmeldung. Ja, und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich bin sehr gespannt, ob es Fragen gibt. Sie können gerne auch den Chatbereich nutzen. Wenn es keine Fragen gibt, dann habe ich vielleicht zu viel geredet oder ausreichend kommuniziert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auch den Ton aufzudrehen, gerne auch das Video oder einfach den Chat zu nutzen. Was wir tun, wir werden dementsprechend
Er sehe schon, der Chat ist schon da. Das Ganze, die Programmpräsentation heute auch wieder on demand zur Verfügung stellen zum Nachlesen etc. Die Birgit Bucher schreibt, wird es auch Kanäle in den sozialen Medien geben? Also gibt es auch externe Kommunikation? Ja. Wir haben hier in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Employer Branding ist auch ein großes Thema. Sie sehen es vielleicht, jetzt gerade läuft eine Kampagne auf Infoscreen, das läuft auch währenddessen und danach gibt es auf Infoscreen die Kronenzeitung, weil es lange Jahre Partner von uns. Social Media ist ein großes Thema, das wir befeuern, das die Wirtschaftskammer Wien auch laufend dann auch während der Firmen-Challenge und nachher auch dementsprechend nutzt. Und was wir auch machen, es gibt dann auch eine Veranstaltung. Ja, während der Pandemie konnten wir das nicht machen, natürlich, aber eine Abschlussveranstaltung mit der Prämierung, mit der Zertifikatsteilnahmeüberreichung an die Gewinner etc. etc. Habe ich die Frage beantwortet, Frau Bucher? Ich hoffe ja. Wenn nicht, geben Sie mir per Chat bitte Bescheid. So, dann fragt die Frau Jägel, können Sie uns die Präsentation im Nachgang noch schicken? Selbstverständlich, wird selbstverständlich gemacht. Sie kriegen dann eine E-Mail, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute mit allen Daten, Fakten etc. Ah, wo ist die Veranstaltung? Die wird in der Wirtschaftskammer Wien wahrscheinlich wieder sein wie letztes Jahr. Ja. Yes. Wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, wir schicken Ihnen diese Informationen auch zu. Sie können sich, wenn Sie detaillierte Fragen haben, die Sie vielleicht jetzt nicht hier behandeln wollen, die Sie in einem One-to-One mit uns gerne erörtern wollen, auch ein Calendly, unser Calendly One-to-One, ein Zoom-Meeting buchen. Überhaupt kein Problem, ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Können Sie hier noch Fragen stellen? Ja, kein Risiko, Sie haben kein Risiko, weil es eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie gibt. Ab 1. Oktober, wenn wir starten und Sie kommen nach 14 Tagen, innerhalb der 14 Tage und sagen, das ist eigentlich doch nichts, wenn ich kriegen Sie Ihr Geld zurück überwiesen für diese Geschichte. Ah, da fragt der Herr Leuthold, können die Mitarbeiterinnen auch über die privaten Handys teilnehmen? Ja, selbstverständlich. Es gibt eine App, wo die Bewegungsminuten aufgezeichnet werden, wo die App downgeloadet wird über Firmenhandys, private Handys. Die ist natürlich DSGVO-konform, erfüllt alle möglichen Anforderungen und dementsprechend ist das möglich. Man kann auch nur auf der Webversion mitmachen. Ja. Auch das ist möglich. Man braucht nicht unbedingt die App. Man kann auch, wenn man sagt, ich will keine App mehr downloaden, dann geht man ins Internet und kann dort seine Bewegungsminuten eintragen. Auch das ist möglich. Ich hoffe, auch diese Frage ist beantwortet, Herr Leuthold. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, der Kollege hat schon gesagt, es gibt im Chat unsere Kontaktdaten. Sie können uns auch jederzeit anrufen unter der Wiener Telefonnummer 43 893 oder einfach eine E-Mail schreiben, das service@sports-selection.at oder einfach den Link auf Calendly buchen, also das Zoom-Meeting auf Calendly buchen. So, jetzt frage ich nochmal in die Runde. Ich schaue mal auf die Zeit. Ja, heute war ich schnell unterwegs. Ich habe schnell geredet. Hin und wieder habe ich mich verhaspelt. Aber das war die sportliche Herausforderung, heute relativ schnell unterwegs zu sein, um Ihnen kompakt einen Überblick zu geben. Ja, ich darf, wenn es keine Fragen mehr gibt, mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Noch einmal Sie auffordern, mitzumachen bei der Firma Challenge Österreich. Es gibt einen Impact, hundertprozentig, eine empirische Evidenz haben wir da schon dafür, einen Impact auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im persönlichen Bereich, im Teambereich. Employer Branding ist auch immer so ein Thema. Auf der IAB GmbH,
Und was uns auch ganz wichtig ist, natürlich auch die Bewegungskultur in Österreich, wenn Sie als Firma mitmachen, hat das auch einen gewissen Effekt, Corporate Social Responsibility, wie auch immer Sie das sehen wollen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Liebe, bleiben Sie gesund und bis bald.